ich glaube, Daniel ist auf die Welt gekommen und gleich noch im Kreissaal in so einen Riesentopf gefallen. So mit, ich weiß auch nicht, positive Energie. Derjenige, der am meisten buckt, er organisiert ganz viel und er hat einfach im Grunde genommen die stärkste Vision. Daniel träumt davon, ein Popstar zu sein. Daniel kann ja nicht still sitzen, ne? Das ist also zu viel Energie, der hat Energie für 10, der Typ. Daniel neigt dazu, manchmal an mindestens 10 Orten gleichzeitig sein zu wollen und vergisst dann den, wo er eigentlich zu sein hätte. Ich habe auch jetzt manchmal noch Angst, wenn wir kurz vorm Auftritt da stehen und Daniel unbedingt nochmal aufs Klo muss, während die Moderation schon läuft. Ein großes Kind. In vielerlei Hinsicht, aber im positiven Sinne. Ich hatte von Anfang an eigentlich sehr viel Spaß mit oder an Daniel. Daniels Lieblingsgetränk ist, fürchte ich, Mate und Cola. Cola, 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 Cola. Daniel kann nicht ohne 1 Liter Milch pro Tag leben. Cola. Daniel hat unglaublich viel Spaß. Während andere Menschen immer irgendwie gerne auch Geld sparen, hat Daniel ganz viel Spaß, einfach Geld auszugeben. Und das eigentlich fast schon egal, wofür. Ich denke, dass er mehr Klamotten hat, als wir alle zusammen. Mützen finde ich ganz okay, weil sie natürlich auch die immer größer werdenden Geheimratsecken kaschieren. Ne? Daniel wird auch ohne Haare noch wichtig sein für die Band. Wir saßen irgendwie abends alle noch zusammen und dann hat er erstmal angeboten, die Mädels zu massieren. So habe ich Daniel kennengelernt. Daniel habe ich vor vielen, vielen Jahren kennengelernt, damals in der Schule. Wir sind zusammen aufs gleiche Internat gegangen. Daniel ist ein wahnsinnig positiver und friedliebender Mensch. Wenn ein Konflikt auftaucht, tut er alles dafür, dass sich beide Parteien am Ende wieder umarmen und lieb haben. Ich kenne sonst niemand, der so positiv ist. Daniels größte Stärke ist tatsächlich sein immerwährender, unkaputtbarer Optimismus. Die positive Energie, die er hat, dass er immer wieder was antreibt und diese unendliche Motivation. Daniel schreibt die ganze Musik für die Band. Ist so ein Energiebündel und ich glaube, dass man sich sehr glücklich schätzen kann, so ein Energiebündel in der Band zu haben, der so viel so vorantreibt.